dass die Ravensburg Tower Stars zur neuen Saison 1920 mit einem neuen Trainerteam an den Start gehen würden, das war seit geraumer Zeit bekannt. Bei einem Pressegespräch am Montagnachmittag wurden mit Tomek Valtonen und Kasper Wurinen auch konkret die Namen und Gesichter vorgestellt. Tower Stars Geschäftsführer Rainer Schahn erläuterte aber zunächst nochmal die Hintergründe des Trainerwechsels. Ich hab's schon bei der Meisterfeier, glaube ich, erwähnt, dass wir bereits Ende Dezember, Anfang Januar eine Entscheidung getroffen haben, dass wir zur neuen Saison mit einem neuen Trainer starten möchten. Der neue Cheftrainer der Tower Stars, Tomek Valtonen, stellte sich dann zunächst einmal der Presse vor. Letztes Jahr habe ich in Polen gearbeitet, sowohl für Portal Novitalk als auch für das polnische Nationalteam. Da haben wir gerade jetzt erst das WM-Turnier abgeschlossen. Insgesamt waren wir da 4 Wochen im Einsatz. Ja, das ist jetzt vorbei. Und jetzt geht der Fokus natürlich auf Ravensburg. Wir wollen mit den Jungs jeden Tag besser werden. Ja, auf was ich als Trainer sehr viel Wert lege, ist die professionelle Einstellung der Spieler und wie sie an sich arbeiten, wie sie leben. Etwas ungewohnt ist für den neuen Trainer Tomek Valtonen natürlich der Umstand, dass die Mannschaft 3 Monate lang eigenverantwortlich in der Sommerpause arbeitet. Ja, normalerweise bin ich es gewohnt, dass die Mannschaft auch im Sommer zusammen ist und gemeinsam trainiert. Das ist das erste Mal, dass es nicht so ist und ich nicht bei der Mannschaft bin. Das ist für mich natürlich ein bisschen ungewohnt und vielleicht auch ein bisschen komisch. Aber wir sind in engem Kontakt mit unseren Athletiktrainern und die Jungs werden definitiv fit sein. Ebenfalls neu im Ravensburger Trainerteam ist Kasper Wurinen. Auch er freut sich auf seine neue Aufgabe in Ravensburg. Ja, was ich auf jeden Fall jetzt sagen kann, dass ich mich sehr freue und aufgeregt bin auf meine neue Herausforderung hier, auf die Arbeit mit Tomek und auch mit Marc. Ich bin wirklich sehr froh. Das ist auch eine Ehre für mich, hier in Ravensburg arbeiten zu dürfen. Übrigens habe ich angefangen, Deutsch zu lernen mit einem Privatlehrer. Und wenn alles gut klappt, dann kann ich im Dezember meine Statements hier in deutscher Sprache abgeben. Die Position des Co-Trainers war bei den Ravensburg Tower Stars in jüngster Vergangenheit nicht immer besetzt. Manche Trainer wollten gar keinen Assistenten. Tomek Valtonen erklärt allerdings die Vorzüge eines größeren Trainerteams. Ich hatte vorher 5 Assistenten bei der Nationalmannschaft in Polen. Einer für die Videos, einer für die Verteidiger, ein Co-Trainer für die Stürmer. Es ist definitiv so, dass es da für jeden Einzelnen viel Arbeit gibt und da gibt es immer was zu tun. Und für mich ist das natürlich eine wirklich gute Sache, denn so habe ich viel mehr Zeit, mich individuell um jeden einzelnen Spieler und die Taktik zu kümmern. Und ich denke, das ist wirklich gut für uns. Co-Trainer Kasper Wurinen erhält übrigens eine finanzielle Förderung des finnischen Eishockey-Verbands und nicht neu im Team, sondern in seiner zweiten Saison als Tower Stars Co-Trainer ist Marc Vorderbrücken. Wird bestimmt sehr, sehr viel Spaß machen, wird viel Arbeit sein. Wir werden hart arbeiten, jeden Tag aufs Neue. Werden versuchen, die Jungs jeden Tag besser zu machen und ja, zum Schluss dann immer das Beste rausholen, was geht. Aber wie gesagt, ich freue mich jetzt einfach auf die neue Saison, auf die neuen Kollegen im Endeffekt und auf die Arbeit und bin froh und sehr, sehr dankbar, dass ich weiterhin dabei sein darf. Trainerteam und Management machten sich auch bereits an die Arbeit. Es wurden die ersten Trainingspläne für die Sommerpause erarbeitet. Zudem ging es um erste Themen für das Trainingslager im August in Łódź.